Hi everybody, Mikey G hier, Mike, und willkommen zurück zu To The Moon. Ja, Freunde, letztes Mal sind wir immer weiter in die Vergangenheit von Johnny gereist, wie immer. Und haben den eigentlich mehr traurigen Wendepunkt in der Beziehung von ihm und River zu sehen bekommen. Wie sie angefangen hat mit den ganzen Origami-Hasen. Und sie scheint eine Krankheit zu haben. Naja, ich vermute eben, so wie das Ganze sich hiermit auch befasst, eine gewisse Form des Autismus. Und das war übrigens auch das Ganze, wozu der Soundtrack, der wunderschöne Soundtrack dieses Spiels, der selbst komponiert wurde, zugunsten geht. Nämlich zu verschiedenen Projekten gegen Autismus, um das Ganze zu behandeln. Genau. Das wird aber nicht ausgesprochen. Ich wäre wahrscheinlich auch an sich nicht drauf gekommen, wenn ich nicht wüsste, was die Leute von Freebird Games da so eingesetzt haben. Aber es wird vermieden, momentan noch zu erwähnen, um was es geht. Vielleicht ist es auch Absicht, vielleicht bekommen wir das auch nie zu hören über die ganze Zeit hier. Wer weiß. Schauen wir uns aber jetzt erstmal weiter um. Denn dieser Monolog, den Izzy da gehalten hat, über ihre Krankheit, dass sie River gleichermaßen beneidet wie bemitleidet, ist schon eine ganz schön krasse Sache. Wenn man sich das mal vorstellt, weil sie ist sozial umgänglich, also Izzy, und River eben weniger. Irgendwas Neues heute? Nein. Was liest du da? Des Kaisers neue Kleider. Ich habe es geliebt, als ich klein war. Und tust du es noch, huh? Natürlich. Nur aus anderen Gründen. Als ich ein Kind war, stand ich total auf die Animorphs-Serie. Weiß ich. Deine Mutter hatte die Animorphs-Bücher zu unserer Hochzeit geschenkt. Ja, das war ein ganz schön merkwürdiges Geschenk. Ich war als Kind wohl ziemlich besessen von dieser Serie. Warum hast du sie seitdem nicht wieder gelesen? Ich habe die Bücher gesehen. Sie verstauben in der Garage. Naja, ich bin herausgewachsen, schätze ich. Es sind eben Kinderbücher. Was ist falsch daran, Kinderbücher zu lesen? Sie spenden Trost. Schon möglich. Ich werde mir wohl dieses hier kaufen. Des Kaisers neue Kleider. Die Welt wäre ein schönerer Ort, wenn die Leute Gesichter besser merken würden. Das ist wohl wahr. So. Wo finden wir noch weitere Mementos? Wow. Was war denn das? Ich liebe mich und du liebst dich. Wir lieben uns ganz fürchterlich. Hey River, das hier ist gar nicht mal so schmalzig. River? Interessante Sachen hier. Und was ist mit Davids? Der ist mein Lieblingscharakter. Keine Ahnung. Worüber redet ihr? An Animorphs, kennen Sie das? Nein. Ja. Wirklich? Mehr oder weniger. Oh, wissen Sie, in welches Tier sich David verwandelt? Nein, weiß ich nicht. Sorry.
Welches Tier nehmen wir denn jetzt, Freunde? Ha. Kein Pikak. Ich hab keine Ahnung. Das klingt nicht richtig. Keine Sorge, ich finde es schon noch heraus. Okay, das scheint wohl auch mit dem Memento Link in irgendeiner Form zu tun zu haben. Das ist echt komisch. Tobias Falke. Rachel Grizzly. Jake Tiger. Marco Gorilla. David Cobra. Cassie Wolf. Warum? Ach, nur so. Du hättest es auch einfach googeln können. Ja, der allmächtige Googler. Wissen Sie, in welches Tier sich da verwandeln kann? Ist es zufällig eine Kobra? Ah, richtig, eine Kobra. Ich wünschte wirklich, Sie hätten noch die alten Cover statt dieser öden Umschläge. Die waren cool. Vielleicht sollte ich sie doch nochmal lesen. Ich kann mich kaum noch an etwas aus der Serie erinnern. Ja, jetzt müssen wir nur noch das Memento finden. Wo könnte es sein? Wahrscheinlich das Buch. Volltreffer. Okay, alles klar. Nur schnell schauen, ob die beiden hier oben noch irgendwas von sich geben würden. Der Rucksack vielleicht? Nein, der auch nicht. Gut, Freunde, dann gehen wir weiter voran. Und lösen das nächste Puzzle. So langsam werde ich gut darin. Aber man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben, nicht wahr? Und los geht's. Ideal 5. Okay, wenn ich das hier mache. Und ich. Wenn ich das hier mache. Das hat, glaube ich, nicht so viel Sinn. Wenn ich das hier mache. Aber wenn ich das hier mache. So. Und dann. Ich bin mir nicht sicher. Mist. Ich glaube, ich habe schon Mist gebaut. Eventuell. So. Dann so. Okay, ja. Aber fast, Freunde. Fast. Fast hat es funktioniert. Immerhin. Animorphs. Here we go. Und als junger Erwachsener. Oder Jugendlicher. Och, es gehen schon alle. Ich bin doch gerade erst angekommen. Scheint dir bei Partys häufiger zu passieren. Ach komm, heb dir deine kindischen Scherze für Leute ohne Selbstbewusstsein auf. Ich würde eigentlich gerne wieder Watts steuern. Können wir das irgendwie tauschen? Ich will Watts spielen. Ich will Watts steuern. Geht wohl offenbar nicht. Animorphs, Johnnys Lieblingsserie als Kind. Im Inventar haben wir noch komische Sachen dabei. Jawohl. Und jetzt sehen wir uns hier auf dem Fest etwas um. Was haben wir denn da? Das Buch mal wieder. Ein altes Animorphs Buch. Eingelegte Oliven. Ich sehe Le Fromage, aber wo ist die Maus? Du redest ja immer viel Blödsinn, aber das ist bisher das Highlight des Abends. Willst du nicht eher sagen, dass ich nur Käse rede? Wow. Ich mag Watts. Watts ist super. Was finden wir hier noch so? Es gibt nur wenige Gestalten, die ein Gesicht haben oder beziehungsweise eine volle
als volle Gestalt hier gerade sind. Ich habe eine Vermutung, dass wir da weiter oben noch ein paar Leute finden werden. Vielleicht ein paar ganz bestimmte, wer weiß das schon. Na sowas. Hey, habt ihr nichts zu sagen? Okay. Fühlt es sich anders an? Ich meine, jetzt, wo wir die Ringe tragen. Nein. Warum fühlst du dich anders? Also, eigentlich, ja, ich denke schon. Wie fühlt es sich an? Es ist einfach anders. Wahrscheinlich nur die Verantwortung. Verantwortung? Magst du den Namen Anya? Möchtest du sie Anya nennen? Ich verstehe. Ja, Anya ist ein schöner Name für sie. Hey, komm mal her. Die Hochzeitsfeier. Das ist keine gute Idee. Ich werde stolpern und fallen. Keine Sorge. Folge einfach meinen Schritten. Autsch, mein Hintern. Ich glaube, du bist mir auf den Fuß getreten. Sorry. Komm, versuchen wir es nochmal. Versprichst du, sie zu lieben und zu ehren, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet? Das tue ich. Und möchtest du diesen Mann, der nun vor dir steht, zu deinem Ehemann nehmen? Versprichst du, ihn zu lieben und zu ehren, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet? Ja. Kraft meines Amtes erkläre euch hiermit zu Mann und Frau. Meine Damen und Herren, vor Ihnen stehen Mr. und Mrs. Wills. Wiles. Oha, die Hochzeit. Ja, was dachtest du denn, was das war? Ich hab's nicht so mit Hochzeiten, das ist alles. Flüssigkeiten sammeln sich in meinen Augen. Ich wusste gar nicht, dass du so sentimental bist. Oh, sagte ich Augen? Ich meinte eigentlich meinen Mund. Und da sammelt sich nicht nur Flüssigkeit, sondern auch Festes. What? Das ist ein reizender Gedanke. Vielen Dank, Nia. Komm, lass uns den Weg herausfinden.
All diese Glückseligkeit ist selbst für mich, für dich zu viel, ha? Huh? Nein, ich mag es einfach nicht, anderen dabei zuzuschauen, wie sie Fehler begehen. Hm, da hat jemand eine Meinung. Frau Doktor, wo bleibt ihr? Der Augenblick zählt. Okay, hier können wir vorerst nirgendwo mehr hin, so wie es aussieht. Ja, die gute Rosalie scheint wohl nicht viel von der Ehe zu halten. Aber das ist ja jedem seine eigene Entscheidung. So, vielleicht können wir jetzt sehen, was beim Fest passiert ist. Da wir ja immer weiter zurückgehen. Ah ja, da sitzen sie schon. Gehen wir doch mal mit an den Tisch. Ah, ich sollte schauen, wie es deiner Tante geht. Alles klar, Mom. Sag ihr, dass ich mich freue, dass sie gekommen ist. Mach ich. Ich bin so stolz auf dich, Joey. Joey. Ach, so hieß mein Großvater. Er ist gestorben, bevor ich geboren wurde. Mom nennt mich manchmal so als Spitzname. Wie kommt es, dass du mir nie davon erzählt hast? Weil ich es besser finde, wenn du mich John nennst. Boah, nicht noch eine von diesen Großelternkindheiten. Wieso? Was hast du denn dagegen? Ich meine, über deinen Großvater erzählst du immer eine Menge Dinge. Was? Was? Stimmt doch gar nicht. Mist, hab ich's vertauscht. Ganz wie du meinst. Notiz, Joey erhalten. Okay, dann fehlt es noch ein Memento und dann geht's auch schon wieder weiter. Joey. Johnnys Spitzname nach seinem Großvater. Tja, Freunde. Eigentlich eine ganz interessante Hochzeit, finde ich. So auf einem Berggipfel. Berggipfel. An einer Klippe, so rum. Ich bin so stolz auf Joey. Na, wo finden wir jetzt noch was? So wie es aussieht, nicht hier. Da müssen wir noch woanders hin. Ja, Freunde, die Ruhe, die dieses Spiel ausstrahlt. Die Atmosphäre in sich ist wunderschön mit der Musik. Und die Ruhe, die dieses Spiel ausstrahlt, ist wirklich richtig schön beruhigend. Wenn man da dann an so Games wie Unterwegs in Düsterburg denkt, dass ja auch gerade noch läuft. Oder ja, die ganzen anderen Sachen. Ist es eine ganz nette Abwechslung, würde ich sagen. Findet ihr nicht auch? Gut, Freunde, das letzte Memento, würde ich sagen, suchen wir dann in der nächsten Folge von To The Moon. Bis dahin. Rock your life, everybody. Cheerio.